Wir sitzen doch alle im selben Boot. In derselben Gondel natürlich. Gemeinsam geht's bergauf beim Gondelslam, der Online-Event für eine neue Arbeitskultur. Gondelslam 2022, das erste Mal in der atemberaubenden Kulisse in Mayofen, in der größten Gondel Österreichs. Ja, es ist schon was ganz Außergewöhnliches, in der größten Gondel Österreichs und dann noch ein richtiges Wohnzimmer reinzubauen und vor allem auch so interessante Gäste einzuladen. Also ich glaube, es wird richtig, richtig spannend. Aber Daniel, was ich dich mal fragen wollte, wie ist eigentlich die Idee entstanden? Weil ist doch sehr außergewöhnlich. Ja, die Zeit immer von besonderen Ideen und ich habe immer so gelesen, wir suchen nicht, jeder ist auf der Suche. LinkedIn ist voll mit Informationen, alle sprechen, keiner hört zu, man kann alles nicht mehr lesen. Habe ich gesagt, wenn, dann muss was Außergewöhnliches sein. Aus meinem Garten liege ich dann so und sehe die Ahornbahn und denke mir, Elevator Bitch, man muss in einer kleinen Gondel das Wichtigste oder in einem Lift das Wichtigste erzählen. Da habe ich gesagt, lass es uns in der Gondel machen. Die Grundidee war irgendwann mal der Tourismus, aber aus dem Tourismus ist ein sehr breites Spektrum geworden. Ja genau, wir haben angefangen mit dem Tourismus. Wir wollten Arbeitskräfte für den Tourismus motivieren, inspirieren und sind draufgekommen, das ist eigentlich nur dann ein Wettkampf, wo man sich gegenseitig Mitarbeiter, Menschen wegnimmt, die eh schon sehr Mangelware sind. Und aus der Idee sind wir hinausgewachsen, denn es gibt nur dieses We are one, nur das Gemeinsam. Und dieses Gemeinsam aus verschiedenen Branchen, verschiedenen Perspektiven zu lernen und uns zu befruchten, ich glaube, das soll am Ende der Wirkstoff sein. Ich glaube, dass alle Themen einfach so aktuell sind, dass sie einfach gewisse Spannung mitbringen. Digitalisierung ist was ganz Spannendes, natürlich auch New Work ist ein Thema, was überall diskutiert wird, auch teilweise sehr kontrovers. Mein Lieblingsthema werden, glaube ich, die Nachhaltigkeit. Da haben wir so spannende Gäste eingeladen. Einige davon kenne ich schon von anderen Events und ich bin total gespannt, was die uns erzählen werden. Wie ist der Fortschritt? Was gibt es für neue Lösungen? Ja, eben die Herausforderungen sind diese insgesamt 9 Stunden Livestream, dieser Content in über 36 Gondeln und dann dieses bunte Sammelsurium an ganz besonderen Persönlichkeiten vom Top-Speaker mit einem Mindset bis hin zu einem ganz bodenständigen Unternehmer, Familienmensch, bis hin zu einer politischen Perspektive. Die Herausforderungen und die Anforderungen an alle, die da drinnen Platz nehmen dürfen und wollen, in dieser Gondel sind, dass sie Mehrwert liefern, dass sie ehrlich sind und dass Lösungen kommen. Wir wollen, dass da drinnen richtig zum Brodeln beginnt und dass wir da rauskommen und sagen, geil, wir haben etwas geschaffen. Erzähl vielleicht nochmal ganz kurz zum Tagesablauf, wie schaut das Ganze aus? In der Gondel ist das Tolle, man redet ja sonst zu viel, gell? Und es wird ganz viele Speaker geben, die gern 30 Minuten reden, aber sie haben nur diese 8 bis 10 Minuten und sie müssen sich überlegen, welchen Content, welchen Mehrwert geben sie uns. Die Gondeln werden auch bewertet. Die Gondel werden bewertet und beschrieben von Zusehern, die sagen, dieser Speaker, dieser Content hat uns am besten gefallen. Die nehmen wir dann mit in nächstes Jahr in das neue Thema. Das heißt, auch der Speaker hat eine Herausforderung, geht da rein und es soll keine Werbeveranstaltung sein, weder für den Speaker noch für irgendwelche Produkte. Wir sind dazu da, neue Lösungen ins Leben zu rufen und endlich einmal, auf gut Deutsch sagt man, Tacheles zu reden. Und aus der Gondel kommt man nicht raus. In diesen 10 Minuten gehören die Speaker euch und ihr könnt rausholen, was ihr für richtig empfindet. Und der Speaker hat aber auch die Möglichkeit, sich zu outen der Wahrheit und seinem Herzklopfen. Wir streamen 8 Stunden live aus der größten Gondel Österreichs. Sei dabei und registrier dich auf gastrojam.com.